zwischen Wieler und Plotto, einem Ried im Lötschental, kann man ein spezielles Museum anschauen. Ein Kindermuseum. Der Werner Bellwald, Ausstellungsmacher und Museolog, hat vor 3 Jahren das Museum eröffnet, mit dem Ziel, in Leiden ihren eigenen Abfall vor Augen zu führen. Also hier sind wir im unteren Stockwerk vom Kirchmuseum und das Kindermuseum hat hier eine thematische Räumlichkeit, 3-4. Hier sind wir jetzt in diesem Raum, wo teilige Sachen drin sind, aber auch private Sachen, die die Leute hingehen. Und dann gibt es noch andere Räumlichkeiten, wo Grossmutters Stube ist, wo man dann quasi vor die Wahl gestellt ist, was tut man auf die Seite, was tut man auf die Kinder. Eine Situation, die wir ab kennen von Wohnungsräumungen her. Dann der nächste Räume, das sind Verpackungen, Verpackungen früher, Verpackungen heute. Wie viel Tonnage Kinder die wir jährlich produzieren. Dann suchen wir so Kunstwerke dabei, wie der Kehrichcontainer vom Laurent Bossa, was schon in einer Freiluftausstellung zu sehen war. Und dann der letzte Räume, da geht es um die Küche. Typische Freuwohndomänen, wo aber auch Männer dazu in Interview spannende Sachen erzählen, die ich jetzt hier nicht verraten. Schon der Eingang zum Lietscher Kindermuseum lässt einiges ran. So sieht man vorne eine alte Werbetafel, ein Heizofen aus den 50er Jahren und ein Salzreibeisen, im wörtlichen Sinn. Also, geplant habe ich das selbstverständlich nie. Das kann man auch nicht. Das ist entstanden durch einen Zufall. Das ist jetzt über 20 Jahre, da bin ich einfach einmal am Dämmatuch wieder vorbeigekommen. Vielleicht kurz erklären, das ist der Sperrmüllplatz hier vom Tal von einer 4 Gemeinden. Und da ist so viel Material zusammengekommen, dass ich einfach so perplex bin da gestanden und habe gesagt, das ist da endlich eine lebendige Ausstellung. Das ist eine Museumsausstellung. Da sieht man wirklich alles, was die Leute je haben erfunden und haben gebraucht. Und da kann man ja nicht lernen, heimgehen. Das ist einfach nicht möglich. Und dann habe ich da die ersten Sachen mitgenommen. Wie viel Zeit, dass der Werner Bellwald investiert hat, für den ganzen Kinder vom Dämmbach, im Abfallsammelplatz von Lietscher Talgemeindu, ist ein selbsternanntes Museum zu Züglo, das kann er beim besten Willen nicht mehr genau sagen. Aber es war schon eine Haufen Stunden, wo er im Pfuhl heig umeinander gestöbert. Aber wisst ihr, das ist die Freizeit, das ist der Plausch, das ist halt mal die Spass dran und treffe die Leute und entdecke Gegenstände, das ist ja eine Detektivgeschichte und insofern habe ich das nie als Arbeit empfunden oder habe ich nie die Zeit gezählt, also das spielt überhaupt keine Rolle. Man macht Dummeres im Leben. Die Besucher, die ins Kindermuseum kommen, haben keine genauen Vorstellungen, was sie erwartet. Umso überraschter sind sie die, auf was für Gegenstände und Sachen sie stossend. Hier oben im Hauptquartier sieht man alles, was der Mensch je erfunden hat. Eigentlich. Also vom Glücksrad über das Grabkreuz bis hin zu Kinderspielsachen oder alten landwirtschaftlichen Geräten oder Zinntellerin sieht man einfach alles, was irgendwo je gegeben hat. Neben den ganz herkömmlichen Sachen, die man auf dem Kinder findet, sticht dem Besucher etwas Besonderes ins Zeug. Der Kehrichtaltar. Das ist das Gebilde, das der Werner Bellwald von der Barbara Gut, er Künstlerin von Stans, hat gemacht. Was sieht man da? Man sieht den unteren Bereich, das ist der quasi einfach die Unterwelt. Und da ist der Teufel und China Kilf sind dran, ein Spaghetti aufzumachen. Man weiß aber nicht, was drin ist. Darum heisst jetzt das Geheimnis. Und die Sachen sind zum Teil hier vom Kinder. Da sieht man eine Schafschere hier vom Tammatuchider. Andere Sachen. Sie war mit ihrer Mann hier Inka und hat die Sachen selber gesammelt. Und dann im oberen Teil, die Oberwelt, da ist die Weltenwandlerin, eine Göttin in der Mitte, links und rechts ihre Begleiter. Und dann mit drin ein Menschlein, wo man nicht weiss, schwebt das aufwärts in den Himmel oder wird das später im Brien gegen die Unterwelt gehen. Das sind auch so Sachen, werden und vergehen, was Rätsel bleiben bei diesem Altar. Und das ist auch ein sehr schönes Zeichen, die für den Kindern, für die Vergänglichkeit, halt auch für dich selbst. Was für ein Gegenstand gefällt dem Werner Bellwald am besten, ist in einem Museum? Mich da zum Beispiel die Schleipfe sehr begeistern, die genau gleiche Form hat wie ein Snowboard, aber einfach 100, 200 Jahre älter ist. Und wir meinen immer wie topmodern, was wir sind und was wir alles erfunden und so. Als kalter Kaffee, das hat es noch mal gegeben auf der Welt. Hat das genau die gleiche Funktion wie heute Snowboard? Ja, im Grunde genommen schon. Man hat er mit Gegenständen auf dem Schnee von hier im Ruf tiefer im Rhein transportiert. Damals einfach heim.
und heute irgendwelche verkifften Snowboarder, aber das kommt auf das Gleiche raus. Das Kindermuseum sorgt nicht nur für Lacher oder bringt die Besucher zum Schmunzeln, wenn sie sehen, was für Sachen das alles im Kinderland und. Hier und da kommen die Besucher euch ins Grüblo. Zumi sind euch eigentlich sehr betroffen. Ihr habt gesehen, was man als Kinder, oder das hat im Unterstock zum Beispiel ein Raum, was speziell um das Wegwerfen, um Verpackungen geht, wo man Statistiken sieht, wie viel der Schweizer in Kilo jedes Jahr kidert. Und das ist euch eines von Zielen. Es ist nicht nur einfach lustig und dass man kann lachen und so. Man soll euch auch ein bisschen darüber nachdenken, was wir eigentlich für eine Gesellschaft sehen. Und ich habe einmal Kinderkolumnen geschrieben und da ist jetzt in einer am Schluss: Sag mir, was du wegwirfst und ich sage dir, wer du bist. Und das ist schon ein bisschen das Ziel hier, dass die Leute noch mit einem anderen Gedanken ausgehen. Und das nächste Mal wieder etwas fortschiessend, da stehe ich und, oh, muss das sein? Und muss es in dieser Form sein? Und jetzt hat das Kindermuseum eigentlich das Ziel erreicht. In Vorwurf, das Kindermuseum sei völlig überholt und interessiere eh kein Mensch, lässt Werner Bellwald nicht gelten. Kinder sind ein Thema, das die Leute schon seit jeher beschäftigen und euch in ihrer sogenannten Neuzeit aktueller sind denn je. Ob ein Museum passen ist oder nicht, das hängt vielleicht davon ab, wie geschickt dass man das macht. Wenn es eine Botschaft hat für die Gegenwart, dann ist das Museum immer aktuell. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, ein Museum sei sogar eine soziale Arena, wo man Sachen ausdiskutieren kann. Und das probiere ich im Bereich Abfall hier mit dem Kindermuseum zu machen. Und Abfall ist da wirklich ein gesellschaftliches Thema, das alle betrifft. Wenn der Werner Bellwald schon vor 3 Jahren das Museum hat eröffnet, findet er immer wieder Gegenstände und Sachen, die er ins Kindermuseum stellt. Weil Kinder, so der Werner Bellwald, sind so zeitlos wie der Mensch selber euch. Also Kinder ist nie fertig, man muss moderne Sachen sammeln. Ich habe gesagt, also Notebooks, also Handy und so weiter, das hört eigentlich nie auf. Und Fragen rund um Kinder, die sind ja aktuell und die gehen euch weiter. Und zudem habe ich weitere Gebäulichkeiten, wenn ich einmal was anbaue, wenn ich tolle Sachen finde. Also ich lasse die nicht liegen, ich nehme die auch heim, das ist ganz klar. Dann gibt es natürlich Leute, die sagen, oh Werni, ein Tag, wenn du den krepierst, geht alles zusammen wieder für Mäuse auf dem Gamio auf im Tempotuchider. Die Leute haben sich natürlich trompiert. Das Kindermuseum, das Verfalldatum heisst, wird geführt von einem Verein, der eine Kassier hat, der einen Aktuar hat, der Revisoren hat, einen Präsident und Vizepräsident hat. Und hier das Gebäude, das wir drin sehen, das gehört dem Verein, ist das in Eigentum. Und wir sind dran, einen Gönnerverein zu lancieren, wo man Mitglied werden kann, jedes Jahr zum Kinderfest eingeladen kommt. Und es ist die Idee, dass man dann auch jüngere Leute noch in den Vorstand nimmt. Aber es ist dann eine lustige Idee, die aber heute zum Nachdenken gibt. Die Leute haben daran Freude und das soll nicht einfach in die Kinder gehen am Schluss. Das soll weiterleben. Wer das Kindermuseum gerne anschauen kann, kann das auf Voranmeldung machen. Das Museum ist euch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Von der Postautohaltestelle Mariet ist man in einer Minute im Kindermuseum.